Schritt Zürcher. Ich habe Schmied Hufschmied gelernt und bin seit 12 Jahren selbstständig mit einer eigenen Schmiede. Und wir leben eigentlich wirklich vom und mit dem Feuer, um Produkte daraus herauszumachen. Selbstständigkeit hat eigentlich die Tatsache mit sich gebracht, dass man als Arbeiter, als Schmied nicht mehr mit dem Feuer arbeitet, sondern eigentlich kalt den Stahl verbindet und dann montieren geht auf die Baustelle. Das war eigentlich der Schritt, also dass ich dann selbstständig geworden bin, weil ich wirklich zurück zu meinem Handwerk will. Und ja, das findet man praktisch nicht als Baustelle. Also wirklich Schmieden, klar hat das mal Grundlagen in der Kurs gelernt, in der Ausbildung, aber ich sage jetzt wirklich, der Großteil ist eigentlich selber gelernt, erlernt. Auch in dem, dass man aus eigenem Interesse etwas ausprobieren sollte. Es funktioniert nicht, man macht es nochmal oder probiert es anders. Wir arbeiten mit Stahl, also beziehungsweise viel mit, auch mit Baustahl, also mit Eisen eigentlich, die man nicht vergüten kann. Wir haben auch 20 Stahlsorten im Lager, also Werkzeugstähler, wo man halt wirklich sehr darauf schaut, was für ein Produkt schmieden wir, was sind die Anforderungen an das Produkt, und dann nehmen wir eigentlich den bestmöglichsten Stahl, um die beste Qualität herzubringen, wo das Produkt dann erfüllen sollte. Also was wir jetzt bei diesem Messer gemacht haben, wir mischen das aus zwei verschiedenen Stahlsorten. Wir nehmen einen extrem schnitthaltigen. Das Problem an der Schnitthaltigkeit ist, dass es dann eben spröd wird. Und das Bauteil dazu ist, wir nehmen den Zähen, wo der ganze Sache dann Stabilität gibt. Also das heisst, wir nehmen zwei sehr gute Industriestähle und mit der alten Schmiedetechnik, indem wir die mischen, können wir eigentlich die Qualität toppen, die die Industrie so nicht herbringt. Je mehr dass wir weg vom Boden kommen, desto mehr wird das Bedürfnis des Menschen eigentlich genau wieder etwas von dem Dorf zu haben oder zu erhaschen oder so. Und das sind eben genau so Handwerksprodukte, die mit der Hand produziert werden und nicht einfach aus einer Maschine rauskommen. Und ich sehe das eigentlich sehr positiv für uns.